Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will versuchen, mit meinem Beitrag der Arbeit, die ihr für Fernfahrer leistet, die ihr für die Betriebsseelsorge für Fernfahrer leistet, hoffentlich ein paar kluge Gedanken und Informationen und Unterstützung beigeben zu können. Wer sich heute mit der Frage des autonomen Fahrens befasst oder wer sich mit der Zukunft der Lkw-Transporte befasst oder mit der Frage, ab wann Busse selbstständig und autonom fahren können, sollte sich vorher mit dem Thema Digitalisierung befasst haben, und zwar mit dem entscheidenden Bruch in der Digitalisierung. Um diesen Bruch erkennen zu können, ist es, so argumentiere ich, wichtig, erstmal alle großen Marketingbegriffe, die es in diesem Bereich gibt, beiseite zu schieben und hinter diese Marketingwelle zu schauen, um zu überprüfen, um was geht es denn nun wirklich? Als wir 1991 mit unserer Arbeit angefangen haben, wo wir versucht haben, im Forum Soziale Technikgestaltung Kompetenz, Gestaltungskompetenz für Betriebsräte, Personalräte, für Beschäftigte aufzubauen, galt das, was wir heute diskutieren, als Informatisierung der Arbeit. 5 Jahre später war es das Thema Multimedia. Weitere 4, 5 Jahre später hieß dasselbe E-Commerce, E-Business, E-Government. Und weitere 4, 5 Jahre später war alles smart. Smart Factory, Smart Government, Smart Work. Und weitere 4, 5 Jahre später war plötzlich alles 4.0. Arbeit 4.0, Industrie 4.0, Bildung 4.0. Und heute ist, wenn man in Berlin einen Förderantrag Mittel beantragen will, ist es zwingend notwendig, das Wort KI, also künstliche Intelligenz, mit hineinzuschreiben. Und wenn ich es ein bisschen überspitze, dann werden wir in 4 bis 5 Jahren vermutlich das Wort Neuro reinschreiben und weitere 4, 5 Jahre später ist es wahrscheinlich Organic oder etwas Ähnliches. Das heißt, wir haben immer wieder so Wellen, wo es um Marketingbegriffe geht und wer mit diesen Marketingbegriffen nicht umgeht, der erzeugt den Anschein, er ist nicht vorne, er blickt nicht durch, er hat keine Ahnung. Umgekehrt ist es so, dass viele Personen, die in der Öffentlichkeit interviewt werden und gerne das Wort künstliche Intelligenz benutzen, im Kern eigentlich nicht wissen, wovon sie reden. Und da ist es eigentlich ratsamer, lieber ein bisschen zurückzugehen und zu schauen, um was geht es denn nun eigentlich wirklich. Wir haben in den 30 Jahren unserer Diskussion über Digitalisierungsprozesse uns eine andere Aufteilung zurechtgelegt, von der wir glauben, dass sie verständlicher ist und hilfreicher ist und auch eher auf den Kern der Prozesse geht. Und diese Aufteilung wiederum ist für eure Fragestellung, wie geht es mit dem Thema Lkw und selbstfahrende Fahrzeuge denn in Zukunft weiter? Wer in den 80er und 90er bis zur Jahrtausendwende in diesen Jahren sich auf das Thema Digitalisierung konzentriert, findet schnell heraus, dass es dort um Technikentwicklungen ging, die im Kern, wenn sie gut gemacht waren und wenn sie nicht in eine Art negative Rationalisierungsschraube verwendet wurden, sondern tatsächlich als Unterstützung für die menschliche Arbeit gedacht waren, dass dort eine Reihe von Werkzeugen entstanden ist, die entstanden sind, die durchaus hilfreich sind. Wir haben dafür einen Begriff, nämlich den Begriff der Assistenztechnik. Das heißt, es geht um Technik, die eigentlich unter der Bedingung einer guten Anwendung dazu dienen, die menschliche Arbeit zu erleichtern, zu verbessern. Es war deswegen nicht überraschend, dass zum Beispiel auch Betriebsräte aus großen Automobilwerken von sich aus den Einsatz von Robotiktechnik gefordert haben, weil es in bestimmten Bereichen aus Gründen des Gesundheitsschutzes und des Arbeitsschutzes zwingend erforderlich war, die Rückenschäden der Kolleginnen und Kollegen zu vermeiden. Und das konnte man am besten durch den Einsatz von entsprechenden Robotiksystemen. Assistenzsysteme haben aber noch einen zweiten Charakter. Das heißt, Assistenz bedeutet, es sind Werkzeuge und in unserem Fall digitale Werkzeuge, die dazu dienen, dem Menschen unterstützend zur Hand zu gehen. Wenn man diesen Charakter von Assistenz bedenkt, dann muss man auch zurückgreifen auf einen alten Begriff, der aus den 70er Jahren stammt. Klingt heute ein bisschen altertümlich und für manche ein bisschen verstaubt, weil man es nicht ins Englische übersetzen kann und weil auch keine englischen Kürzel da dran stehen. Es ist der Begriff Handlungsträgerschaft Mensch. Der bedeutet,
Der Mensch nutzt die Technik, in unserem Falle die Assistenztechnik, und hat die Hoheit über die Entscheidung darüber, was diese Technik machen soll. Das ist der Idealfall, die Idealvorstellung. Das heißt, der Mensch entscheidet, er startet die Assistenztechnik, er stoppt sie, er sagt ihr, was sie tun soll und was sie nicht tun soll. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal vom Idealfall aus. Das ist wichtig, um den Unterschied zu erkennen. Diese Assistenztechnik ist im besten Sinne des Wortes eine Hilfe und auf der Basis des Wortes Handlungsträgerschaft Mensch bedeutet Assistenztechnik, ich kann sie auch sofort stoppen. Das heißt, ich kann, sagen wir mal, einen Sicherheitsbutton drücken und damit steht das System und geht nicht weiter. Damit ist die Hoheit und die Souveränität des menschlichen Handelns gegeben. Wie gesagt, das ist jetzt die Idealvorstellung. Wir wissen alle, dass es davon auch Abweichungen gibt, dass es Missbrauch gibt und dass auch immer in manchen Unternehmen versucht wurde, diese Ideen ins Gegenteil zu verdrehen. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal vom Idealfall aus. Nun ist es wichtig zu erkennen, dass um die Jahrtausendwende herum, also in den Jahren 2000 bis 2003, es auf der Seite der Softwareentwicklung eine Art, ja, man könnte sagen, Leitbildwechsel oder für die schwäbische Fremdsprachenregelung einen Paradigmawechsel gibt. Und dieser Wechsel bedeutet, die Idee einer Verschiebung der Handlungsträgerschaft Mensch auf die Handlungsträgerschaft Technik. Bezogen auf Digitalisierung bedeutet dies, dass wir die Idee auf den Tisch bekamen, ist es möglich, auf einen Softwarehaufen einen Auftrag zu delegieren, zu verschieben. Ist es möglich, dass der Mensch einem Softwarehaufen einen Auftrag gibt und der Softwarehaufen, bildlich gesprochen, läuft los und vollzieht? Diesen Schritt bezeichnen wir als Delegationstechnik. Man könnte auch sagen, es ist eine Vollmachtstechnik. Ich bevollmächtige einen Softwarehaufen, etwas zu tun. Und das Idealbild, was damals im Jahre 2003 unterwegs war, ging in die Richtung, dass ein solcher Softwarehaufen in der Lage ist, hinter dem Rücken des Menschen in Echtzeit rechtsverbindlich komplette Prozesse entscheiden und durchführen zu können. Wie gesagt, das war 2003. Damals gab es noch einen charmanten Namen für diese Technik. Die Insider, die IT-Teams nannten so etwas Software-Agenten oder Agentenplattformen. Das hat natürlich nichts mit James Bond und seinen Leuten zu tun, sondern es geht einfach um Softwareentwicklung. Und diese Agententechnik, die wiederum wurde in den letzten 10, 15, 20 Jahren, fast 20 Jahren deutlich weiterentwickelt. Und diese Agententechnik hat dann im Jahre 2011 unter dem Dach der sogenannten 4.0-Debatte eine neue Bezeichnung bekommen. Da hieß dann plötzlich cyberphysische Systeme. Das heißt, man koppelt die Software an einen Gegenstand. Also physisch, das ist der Gegenstand, cyber ist das Virtuelle, das Netz, cyberphysische Systeme, im Schwäbischen abgekürzt als CPS. Heute heißt dasselbe und weiterentwickelt künstliche Intelligenz oder auch sogenanntes maschinelles Lernen. Diese Softwareentwicklung differenziert sich jetzt in viele Anwendungsbereiche. Im Kern geht es aber um die Frage der Delegation. Ist es möglich, einem Softwarehaufen eine Vollmacht zu erteilen? Und das Wichtige dabei ist, dass mit der Erteilung der Vollmacht die Handlungsträgerschaft Mensch eingeschränkt, reduziert oder gar vollständig aufgehoben wird. Das hängt jetzt davon ab, in welcher Schichtung und in welcher Stärke diese Bevollmächtigung geschieht. Diese Art von Delegationstechnik, dieser Softwarehaufen, der losrennen kann und Entscheidungen selber treffen kann, führt dazu, dass es für den Menschen deutlich schwieriger wird, nachzuvollziehen, was im virtuellen Raum gerade geschieht. Und nun haben viele Kolleginnen und Kollegen aus Betriebs- und Personalräten am Anfang immer gedacht, ja, das ist eine Technologie, die ist entwickelt worden, um die Abläufe innerhalb des Betriebes zu verändern. Also eine Art Rationalisierungstechnik, die Prozesse verkürzt, beschleunigt, effizienter macht, effektiver macht. Das ist zum Teil richtig. Aber
Unserer Erfahrung nach sind diese Systeme, also das, was heute in Berlin künstliche Intelligenz genannt wird, was ich Delegationstechnik oder Vollmachttechnik nenne, nicht primär für die inneren Abläufe im Betrieb gedacht, sondern sie zielen darauf ab, die Verhältnisse, die Beziehungen zwischen den Betrieben, zwischen dem Montageort und dem Zulieferer, zwischen den Zulieferern und dessen Zulieferer, zwischen Unterstützern, Designern und allen am Wertschöpfungsprozess Beteiligten neu zu übernehmen und zu steuern. Das heißt, wir haben es hier mit einer Technik zu tun, die zwar innerhalb des Betriebes angewandt und ausprobiert wird, aber eigentlich von vornherein mit der Absicht, die virtuellen Grenzen des Ortes Betrieb bewusst zu durchbrechen und zu durchlöchern. Diese Technologie zielt primär darauf ab, die Wechselbeziehungen zwischen den Beteiligten in einer Wertschöpfungskette und einer Lieferkette zu erreichen und diese zu steuern. Diese Vollmachtstechnik hat das Ziel, letztlich Arbeitsprozesse selbstständig, autonom, rechtsverbindlich zu steuern. Das ist im Vergleich zur Assistenztechnik eine deutliche Veränderung. Und wenn ich jetzt mal diese Delegationstechnik als eine Art Werkzeug bezeichne, dann hat dieses Werkzeug noch die zusätzliche Eigenschaft, dass es sich durch Anwendung verändert. In der Assistenztechnik haben wir Werkzeuge, die sind einmal hergestellt, die nutzt man, da sieht man die Abnutzungserscheinungen, aber es bleibt am Ende das Werkzeug, was es am Anfang war. Wenn ich eine Beißzange habe und die 20 Jahre lang nutze, dann sieht die zwar abgenutzt aus und die Farbe blättert ab und die hat ein paar Macken, aber die Beißzange ist nach 20 Jahren auch noch eine Beißzange. Übertragen jetzt bildlich auf diese Delegationstechnik, ist es dort etwas anderes. Dort haben wir es mit Werkzeugen zu tun und ich versuche das mal in einem Bild zu erklären. Dieses Werkzeug ist morgens eine Gabel, mittags ein Messer und abends ein Löffel. Es ist zwar immer noch Besteck, aber es verändert sich. Und diese Veränderung bedeutet, dass dieses Werkzeug permanent neue Informationen, neue Daten aufnimmt und diese neuen Informationen und die Verarbeitung dieser Daten zur Grundlage weiterer Handlungsschritte macht. Die IT-Seite hat sich dafür einen internen Begriff gewählt. Sie bezeichnet es als maschinelles Lernen. In Berlin wird so etwas als denkende Maschinen bezeichnet und manche nennen das künstliche Intelligenz. Alle drei Begriffe sind meiner Ansicht nach völlig deplatziert. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun, es hat auch nichts mit Denken zu tun, es hat auch nichts mit Lernen zu tun. Was wir hier haben, sind mathematische Systeme, mathematisierende Systeme, die von ihren Entwicklerinnen und Entwicklern brillant geschaffen wurden, aber es ist nichts, was vom Himmel gefallen ist, es ist vom Menschen gemacht und damit auch vom Menschen gestaltbar. Und das ist unsere Option und unser Blick auf dieses Thema. Es ist von Menschen gemachte Technik und diese Technik muss auch humanisiert, demokratisiert und vom Menschen gestaltet werden. Wenn wir diesen Kerngedanken haben, also dass wir die alte Assistenztechnik haben mit der Handlungsträgerschaft Mensch, die dazu dient, wenn man es jetzt mal im Idealfall betrachtet, die Arbeit des Menschen zu erleichtern. Und wenn wir auf der anderen Seite das Phänomen der Delegationstechnik haben, wo ich einen Arbeitsauftrag auf einen Softwarehaufen übertragen kann, der dann hinter dem Rücken des Menschen in Echtzeit etwas vollständig transaktionsmäßig übernimmt und entscheidet, dann sind das die beiden Rahmenbedingungen, mit denen wir jetzt auf die Frage der Zukunft des Lkw-Fahrens, der Spedition und der Logistik blicken können. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit der Weiterentwicklung eines Smartphones zu tun und wir haben es nicht nur mit der Weiterentwicklung eines mobilen Endgeräts, Laptops oder Tablets oder was es alles sonst noch für mögliche Geräte gibt, sondern im Kern steckt in den 30 Jahren Digitalisierung eine Art Verschiebung, eine Verschiebung der Handlungsträgerschaft. Und wenn wir das im Hinterkopf haben und dann auf die Frage schauen, was bedeutet das jetzt für andere Mobilitätsformen, für andere Formen der beruflichen Tätigkeiten von Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrern, dann eröffnen sich ganz andere Perspektiven,
als wenn ich das Thema Digitalisierung im Fahrerraum eines LKWs nur betrachte, wie häufig nutze ich das Display und kann ich es bedienen und ist der Touchscreen noch in Ordnung oder muss ich ihn zweimal am Tag putzen? Wir brauchen diese erweiterte Perspektive, um zu verstehen, um was es geht. Diese Art von Delegationstechnik, die ich benannt habe, die den Auftrag hat und das Ziel hat, die Prozesse zwischen den Betrieben zu steuern, findet ihre ersten Anwendungen im Bereich der Organisation von Warensystemen. Wer bestellt, wer liefert und wo befindet sich die Ware? Dazu ist es notwendig, dass auf jedem Gegenstand, auf jeder Ware, auf jeder Palette ein Chip oder ein Sensor oder irgendetwas in dieser Form ist, was anwählbar ist und was selbst Signale senden kann. Das ist die Grundbedingung dafür, dass die Delegationstechnik auf solche Einzelgegenstände zugreifen kann. Und damit beginnt die Idee, wie Warenlaufsysteme, Warenwirtschaftssysteme in Zukunft anders strukturiert werden könnten. Wenn dieser Prozess so weiterläuft, wie er im Augenblick läuft, wo es nach dem Prinzip des Wettbewerbs und des Marktes geht und die bestmöglichste und schnellstmöglichste Rendite, dann bedeutet das, diese Systeme werden dahingehend strukturiert, dass bildlich gesprochen jede einzelne Palette selbst in Anführungszeichen weiß, wohin sie gestapelt werden muss. Das heißt, diese Palette gibt in Anführungszeichen Informationen weiter, ist damit Teil dieser Delegationstechnik und über die Automatisierung des virtuellen Raumes wird die Steuerung vollzogen, wohin die Palette zu liefern ist. Das heißt, jede Palette in Anführungszeichen weiß, wohin sie gehen soll und sie weiß, von wem sie bestellt wurde. Also dieses Wissen schreibe ich jetzt immer in Anführungszeichen und sie weiß, wohin sie geliefert werden soll. Wenn das jetzt mehrteilige Wertschöpfungsketten sind, mehrteilige Lieferketten, dann bedeutet das, ich muss um diese Palette drumherum natürlich dann auch ein System bauen, was den Transport dieser Palette in dieser Flexibilität ermöglicht, womit ich dann bei der Frage des LKWs bin, der Gabelstapler und dann natürlich auch bei den Fahrerinnen und Fahrern. Von dieser Seite her kommt das Motiv, die Frage des Transportes und der Organisation des Fahrens, der Mobilität von Waren zu verändern und zu organisieren. Das heißt, die Delegationstechnik und die Potenziale der Delegationstechnik tragen maßgeblich dazu bei, in welche Richtung sich die Zukunft der Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer entwickeln. Es ist nicht die Nutzung des Endgerätes. Es ist nicht die Frage, kann ich ein Smartphone bedienen oder nicht, oder verstehe ich, was hinter dem Smartphone passiert, sondern im Hintergrund ist es die Delegationstechnik und die Verschiebung der Zulieferketten und die Steuerung dieser Zulieferketten. Wir haben die ersten großen Anwendungen rund um den Globus innerhalb von großen Konzernen, die auf der ganzen Welt ihre Niederlassungen haben und in der Regel 200 bis 400.000 Menschen beschäftigen. Und dort werden diese Art von Delegationstechniken im Augenblick eingeführt. Es sind global gesprochen geschlossene Netze. Damit ist die Einführung leichter, weil damit die Risiken und die Interventionen von außen minimiert sind. Und dort wird experimentiert, ob das klappt, ob es möglich ist, dass eine solche Delegationstechnik in der Lage ist, den Fluss von Waren rund um den Globus innerhalb eines Konzerns von der Beschaffung bis zur Bearbeitung, bis zur Montage, bis zur Auslieferung in diesem Sinne digital zu steuern und zwar rechtsverbindlich zu steuern. Dies geschieht über Systeme, die ich algorithmische Steuerungs- und Entscheidungssysteme nenne. Die werden in Berlin künstliche Intelligenz genannt. Algorithmische Steuerungs- und Entscheidungssysteme sind mathematische Systeme und diese müssen gestaltet werden. Über die Frage der Gestaltung dieser Systeme will ich dann später nochmal eingehen. Ich will zunächst nochmal auf die Situation der Fahrerinnen und Fahrer eingehen. Das bedeutet, wenn ein solches Delegationssystem die Aufgabe hat, den Weg einer Palette nachzuzeichnen oder besser gesagt vorauszubestimmen, denn diese algorithmischen Steuerungssysteme sind ja keine Systeme, die Wahrheiten enthalten. Sie enthalten auch keine verbindlichen Aussagen, sondern algorithmische Systeme sind immer Annäherungswerte.
Es sind Vorabschätzungen. Das ist ungefähr so, als wenn ich bei einer Landtagswahl um 18 Uhr die erste Hochrechnung habe und dann jemand auf Grundlage der Hochrechnung sagt, ich bin Ministerpräsident. Dann würde die ganze wählende Bevölkerung sagen, ja, das geht nicht, wir müssen ja abwarten, bis das Endergebnis steht. Künstliche Intelligenz, wie sie es die Berliner nennen, ist im Prinzip eine Hochrechnung, eine Vorabschätzung. Es ist ein gewisser Grad an Verlässlichkeit, aber wie man bei der Wahl von Donald Trump gesehen hat, es kann auch schiefgehen. Das heißt, diese Delegationstechnik ist eine sehr hochgerechnete Wahrscheinlichkeit, aber sie ist nie wasserdicht, sie ist nie 100%, sie ist immer nur ein Annäherungswert. Und das bedeutet auch, sie ist fehleranfällig und sie kann Fehler machen und jedes menschliche System reagiert darauf, weil menschliche Arbeit immer auch fehlerhaft ist, sonst wäre es ja keine menschliche Arbeit. Diese Systeme steuern jetzt auf neue Weise die Transportsysteme und diese Delegationstechnik hat natürlich einen aus der Sicht der Arbeitgeber großen Vorteil. Diese Delegationstechnik kennt keine Arbeitszeiten. Die läuft 24 Stunden am Tag. Algorithmische Systeme laufen rund um die Uhr, die kennen gar keine Uhr. Und das bedeutet auch, aufgrund der Systeme der Delegationstechnik entsteht jetzt ein maximaler Druck auf die LKWs, auf die fahrenden Personen, diesem Druck zu folgen. Denn der Sensor auf der Palette meldet, ich muss morgen früh da und da sein. Und die zweite Palette sagt, ja, ich muss aber 50 Kilometer entfernt, 5 Minuten später sein. Das heißt, diese algorithmischen Systeme beginnen, die Zeitstrukturen, den Tagesablauf des Fahrens neu zu ordnen, neu zu strukturieren. Entscheidend für das Verständnis dabei ist aber, dass wir es nicht primär damit zu tun haben, ich bleibe jetzt auch mal wieder im Bildlichen, da ist irgendwo ein böser Arbeitgeber und der hat jetzt die Zeitstruktur so eng getaktet, dass der Mitarbeiter darunter leidet. Das Bild ist komplexer. In der Regel ist die Führungskraft im Unternehmen gar nicht in der Lage zu durchschauen, was da passiert. Die haben sich mal grundsätzlich entschieden, diese Delegationstechnik anzuschaffen, aber sie sind nicht in der Lage zu begreifen, was diese Technik tatsächlich kann. In den wenigsten Fällen ist das so. In den meisten Fällen ist es so, dass die Führungskräfte den großen Nachteil der Delegationstechnik selbst spüren. Denn wenn ich ein System habe, was in Echtzeit rechtsverbindliche Entscheidungen trifft, dann bedeutet das für eine Führungskraft, dass sie ihren Kopf für etwas hinhalten muss, was sie nicht beeinflussen kann, was sie nicht zurückholen kann, was sie nicht selber steuern kann. Sie ist spiegelbildlich zur LKW-Fahrerin, zum LKW-Fahrer, diesem System in Anführungszeichen ausgeliefert. Damit ist natürlich die soziale Lage einer Führungskraft und eines Fahrenden nicht identisch, das ist klar. Aber in der Frage der Interventionsmöglichkeit ist es sehr ähnlich. Und das bedeutet, wir haben in den Betrieben eine Situation, dass zum Teil die Geschäftsleitungen und dort, wo es tatsächlich Betriebsräte gibt, die großen Fragezeichen auf beiden Seiten auftauchen. Wie soll man das denn jetzt humanisieren? Wie soll man das denn gestalten? Wie soll man diese Art radikale Entzeitlichung wieder Zeitstrukturen unterwerfen, wie es das Arbeitszeitgesetz vorsieht? Und das bedeutet, die Gestaltungsebene findet nicht primär und nicht allein im Betrieb statt. Und das ist der Sprengsatz für Betriebsräte bzw. an anderer Stelle für Personalräte, dass die Frage der Mitbestimmung, die ja an den physischen Ort des Betriebes, das ist ja in Europa das Territorialprinzip des Rechtswesens, an den physischen Ort des Betriebes gekoppelt ist, da entsteht ja sofort die Frage, wo beginnt und wo endet die Mitbestimmung im virtuellen Raum, dass hier Mitbestimmung anders diskutiert werden muss. Und das, was wir innerhalb des Forums Soziale Technikgestaltung anfangen, ist eine Diskussion darüber, ob wir Mitbestimmung entlang der Wertschöpfungsketten haben müssen. Wenn dies eher möglich wäre, dann könnte man natürlich auch in die Gestaltung dieser Delegationstechniken und damit auch in die Frage, was bedeutet es für die Regelung der Bedingungen von Fahrenden, das beeinflussen und stärker beeinflussen. Die Delegationstechnik, die wir im Augenblick haben, ist technisch eigentlich schon sehr weit entwickelt.
Sie läuft über Plattformen, in der Regel über externe elektronische Plattformen, die zumeist dann auch von externen privaten Betreibern geführt werden und wirtschaftlich betrieben werden. Diese Delegationstechnik ist auf der Ebene der Entwicklung relativ weit. Ihre Anwendung aber hat in der Regel drei Hemmnisse. Erstens die mangelnde Sachkompetenz der Führungskräfte. Zweitens die unzureichende Rückholbarkeit und Transparenz der Systeme. Und zum Dritten, und das ist überraschend, an vielen Stellen die rechtlichen Grenzen. Wenn ich das jetzt auf die Diskussion für Fahrerinnen und Fahrer übertrage und mir überlege, kann eine solche Delegationstechnik, kann ein solcher Softwarehaufen, der den Anspruch hat, Handlungsträgerschaft Mensch zu sein, kann der über die Steuerung der Palette faktisch damit auch die inhaltliche Steuerung eines LKWs übernehmen? Ja, das ist das Ziel, das ist die Absicht. Die Steuerung des LKWs, der Steuerung der Palette zu unterwerfen, mit dem Ziel, eine maximale Zeitverdichtung, eine maximale Effizienz und eine maximale Erreichbarkeit der Waren am Zielort herzustellen. Die Fahrerin oder der Fahrer erscheint in einem solchen System irgendwie als Störfaktor. Der ist da nach dieser Logik nicht vorgesehen. Nun ist aber gleichzeitig die Entwicklung dieser Systeme auf einem Grad, wo man sagen muss, selbst wenn wir auf der Rechtsebene einen Beschluss des Bundestages hätten, dass ab morgen autonome LKWs auf allen Straßen der Republik zugelassen wären, was im Augenblick nicht der Fall ist, würde das Ding so nicht funktionieren. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer Delegationstechnik zu tun, was ein großes Szenario an die Wand wirft. Und dieses Szenario ist, wenn niemand interveniert und der Markt und die Arbeitgeberseite das allein entscheiden, innerhalb eines Zeitraums, ich schätze mal von 5 bis 10 Jahren, realisierbar. Es ist aber an vielen Punkten heute verfassungsrechtlich nicht möglich. Mit anderen Worten, wer die Idee hat, selbstgesteuerte Fahrzeuge, also das, was man in Berlin autonomes Fahren nennt, auf die Straße zu bringen, müsste sich unter den momentanen rechtlichen Bedingungen noch auf einen Weg begeben, wo er sagt, entweder ich lege den kompletten privaten Verkehr still und lasse dann nur autonome Fahrzeuge fahren, das gäbe aber einen ziemlichen Aufschrei, oder aber ich finde einen Weg, wie ich eine klare räumliche Trennung habe zwischen Fahrzeugen, die autonom fahren können, und denen, die nach dem traditionellen Muster, das heißt, da sitzt ein Mensch drin, weiter unterwegs sind. Dies, die zweite Ebene, ist das Wahrscheinlichere. Auch die Arbeitgeberseite ist sich klar darüber, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein Mensch im Führerhaus eines LKWs unabdingbar ist. Es ist ein Marketingquatsch, wenn jemand sagt, in 3 bis 4 Jahren fahren die LKWs durch die Stadt von alleine. Oder da fahren die Busse alleine durch die Kernstadt einer Großstadt. Das ist so nicht möglich. Das ist einerseits technisch nicht möglich und es ist auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht möglich. Denn die technikzentrierte Diskussion geht immer davon aus, dass man die Brille durch die Sichtweise der Delegationstechnik betrachtet, also die Wirklichkeit mit der Technik verwechselt. Was wir aber bei der Einführung autonomen Fahrens haben, ist, wir haben andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Die haben verfassungsmäßige Rechte. Das bedeutet, die Tatsache, dass technisch ein selbstfahrender Bus funktionieren könnte, sagt noch lange nichts darüber aus, ob es dann verfassungsmäßig zulässig wäre. Denn eine Fußgängerin, ein Fußgänger, eine Radfahrerin oder ein anderer privater Pkw hat genauso verfassungsmäßige Rechte und er hat auch das Recht, dass er von der anderen Seite geschützt ist. Die Idee der Arbeitgeberseite zu sagen, wir machen autonome Lkw-Fahrten dadurch, dass wir über das Modell der 5G-Technologie, also per Mobilfunk,
jemanden von ferne einschalten, der einen selbstfahrenden LKW von einem zentralen Steuerungsort sekundengenau verfolgt und genau sieht, wie sich der jetzt im Verkehr bewegt und dass damit die Interventionsmöglichkeit des Menschen wieder gegeben ist, das wird mit ziemlicher Sicherheit vor keinem Gericht Bestand haben. Denn wenn man das macht, würde das ja bedeuten, da müssten rund um die Uhr sehr viele Menschen am Bildschirm sitzen und im Sekundentakt den LKW verfolgen. Denn wenn ein LKW 2 Meter vor einem Kind steht, was auf die Straße springt, dann hat man ja nur Sekundenbruchteile Zeit, auf die Bremse zu drücken. Und dann ist ja der gesamte Rationalisierungsgewinn, den man durch Abbau von Fahrerinnen und Fahrern hätte, wieder weg. Das heißt, hier stimmt das Spiel noch nicht. Ich gehe davon aus, dass aufgrund der technischen Entwicklung es möglich ist, auf begrenzten Flächen, und das könnte bedeuten auf der rechten Spur der Autobahn, unter bestimmten Bedingungen und von außen rechtlich eindeutig gekennzeichnet, sodass sich dort kein privater LKW und auch kein privater PKW drauf verirrt, für bestimmte Strecken ein autonomes Fahren denkbar ist. Nur, das ist dann angenommen, man könnte das human gestalten. Vielleicht die Möglichkeit, dass die Fahrerin, der Fahrer für 2 Stunden eine etwas entspanntere Situation hat, um nach 2 Stunden das Fahrzeug wieder zu übernehmen. Aber das wird nicht in die Situation kommen, dass der LKW dann komplett frei von menschlicher Führung ist. Das halte ich im Augenblick nicht für möglich. Was wir aber haben, und dort greift die Delegationstechnik ganz massiv, dass bei allen mobilen Vorgängen, die auf der Unternehmerfläche stattfinden, also auf dem Betriebshof, innerhalb von Produktionsstätten, innerhalb von Montagestätten, dass wir dort eine Vielzahl sogenannter selbstfahrender Geräte haben, selbstfahrende Gabelstapler, kleine Transportsysteme und, die dann mit der Palette und dem Bestellsystem elektronisch so verbunden ist, dass die externe Delegationstechnik den kompletten Ablaufprozess zu steuern versucht. Das ist die Zielorientierung und das wiederum traue ich der IT-Technik zu, dass sie das schaffen. Das bedeutet aber, es ist ein privater Raum. Unternehmen sind privatwirtschaftlich. Der Betriebshof des Unternehmens ist dann ein privater Raum. Wenn dort die Unternehmensleitung sagt, wir setzen den selbstfahrenden Gabelstapler, selbstfahrende Transportsysteme ein, um dort etwas zu regeln, dann ist das verfassungsrechtlich ein völlig anderer Vorgang, als wenn ich einen selbstfahrenden Gabelstapler in Stuttgart über die Königstraße fahren würde, wo ganz viele Menschen laufen, die ihre eigenen Verfassungsrechte haben. Nun halte ich für die größte Wahrscheinlichkeit, dass es möglich wird, dass die Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer ihren Lkw an dem Unternehmen XY abends abstellen und dass wir dort eine völlig neue Wirklichkeit finden. Dass autonome Softwaresysteme im Bewusstsein, sie in Anführungszeichen, sie wissen, welche Palette wohin zu stapeln ist und welche Palette wofür ist, dass diese selbstfahrenden Gabelstapler über Nacht den Lkw entladen und entsprechende Transportsysteme in Anführungszeichen autonom innerhalb der Lagerhalle das an den richtigen Stellen logistisch unterbringen, damit es beim Bestellsystem oder Abholsystem auch sicher gefunden werden kann. Das heißt, dieser Typ der Automatisierung findet dann primär auf dem Bauhof statt, aber nicht im großen Schritt auf den Bundesstraßen, auf den Autobahnen oder im Stadtinneren. Das halte ich unter den gegebenen Verhältnissen für sehr unwahrscheinlich, zumal eine 5G-Technik zwar die Datenübermittlung als Übermittlungstechnik zwar deutlich erleichtert und beschleunigt, aber wir wissen alle, auch beim Telefonieren ist plötzlich mal die Leitung weg. Und was passiert, wenn jemand in einem Steuerungsraum sitzt und einen LKW von ferne begleiten soll und plötzlich ist die Leitung unterbrochen, weil der LKW, was weiß ich, in einem Tunnel ist oder aus dem Tunnel heraus den Neukontakt noch nicht geschafft hat. Das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht eigentlich so nicht zu machen. Deswegen glaube ich, werden die Fragen des menschenleeren Fahrens bis auf die nächsten Jahre, 10 bis 15 Jahre, so nicht primär stattfinden.
Was aber auf jeden Fall stattfindet, ist eine deutliche Verdichtung der Arbeitswelt und der Arbeitsabläufe. In dem Maße, wie diese Art von Delegationstechnik in der Lage ist, Prozessketten zu steuern, das heißt die Abfuhr und Anfuhr und das Überbringen von Paletten im Prinzip über virtuelle Räume auszutarieren und voranzubringen, bedeutet das, es ist eine deutliche Verdichtung der Arbeitszeit und das wirkt sich auf Fahrerinnen und Fahrer in der Regel so aus, dass die Arbeitszeiten noch mehr überschritten werden, dass die in Anführungszeichen Flexibilisierung, also mit anderen Worten das Durchbrechen der Arbeitszeitregelung, zunimmt, dass der Druck auf die Fahrerinnen und Fahrer zunimmt und dass aber die Fahrerinnen und Fahrer in der Regel selber nicht überschauen, woher der Druck kommt, woher eigentlich gefordert wird, wann welche Palette wohin muss und dass sie eigentlich einen Großteil, und jetzt überspitze ich mal, einen Großteil ihrer Arbeit so selbst nicht mehr nachvollziehen und verstehen können. Das heißt, sie merken, die Palette will irgendwo hin, jetzt mal in Anführungszeichen formuliert, aber sie können nicht nachvollziehen, wer wo was bestellt hat. Weil theoretisch auch ein Delegationssystem innerhalb von Bruchteilen von Sekunden die Zusendung einer Palette auch wieder ändern kann. Diese Art von Veränderung der Arbeit dürfte dazu führen, dass für Fahrerinnen und Fahrer etwas entsteht, was wir auch in der klassischen Produktions- und Dienstleistungsarbeit erkennen können, dass die Abstraktion und Komplexität der Arbeitsinhalte deutlich zunimmt. Und ich habe das schon an anderer Stelle immer wieder gesagt, es ist damit zu rechnen, dass diese drastisch zunehmende Abstraktion und Komplexität dazu führen wird, dass ein immer größerer Teil von Menschen dann nicht mehr versteht, worin sie eigentlich ein Bestandteil sind, was Sinn ihrer Arbeit ist, dass sie ihre eigene Arbeit nicht mehr in einem Zusammenhang verorten können. Wenn ich in einem Betrieb arbeite, wo etwas hergestellt wird, dann kann ich zumindest durch, in Anführungszeichen, herumlaufen, ungefähr orientierungsmäßig erkennen, wie eine Maschine, ein Gegenstand entsteht, wie er am Schluss aussieht und wie er am Anfang aussieht. Das heißt, ich kann da meine eigene Arbeit ungefähr zuordnen und weiß, aha, in Stufe 7 ist meine Handbewegung drin, damit in Stufe 35 das Endgerät wunderbar aussieht. Bei dieser Art von veränderten Delegationstechnikanwendungen, das heißt die Steuerung von Paletten über diese Systeme, ist es außerordentlich schwer, diese Zusammenhänge noch zu erkennen. Und das bedeutet auch, die Sinnfrage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Lenkrad wird deutlich schwieriger. Und das heißt auch, dass dann vielleicht ein paar Leute ihre Identität verändern. Und ich habe die große Befürchtung, wenn uns das gesellschaftspolitisch nicht gelingt, das wieder in eine Art neuen Zusammenhalt zu kriegen und andere sozialpolitische, gesellschaftliche Maßnahmen ergriffen werden, die Zusammenhalt ermöglichen und stabilisieren, dass wir dann eine steigende Anzahl von Menschen haben, die sich nicht mehr verstanden fühlen, die mit ihrer Arbeit inhaltlich nichts mehr anfangen können, die das einfach, salopp gesagt, einfach nur abreißen und sagen, hoffentlich ist rum und den Sinn ihrer Arbeit dann zu Hause im Gemüsebeet, auf der Datscha oder sonst wo sehen, aber ihre Identität nicht mehr aus der Arbeit ableiten. Und damit ist natürlich der Arbeitsbegriff torpediert. Damit ist die Entfremdung ins Maximale gesteigert. Und das könnte bei der Frage der seelischen Zufriedenheit ein riesiges Loch erzeugen. Und das bedeutet, wir müssen als Gesellschaft, als Betriebs- und Personalräte, als Gewerkschaften diese Prozesse in eine Art Mitbestimmung entlang der Wertschöpfungsketten unterwerfen. Wir müssen die Intervenierbarkeit, die Interventionsmöglichkeit der Menschen wiederherstellen. Und das geht, soweit wir im Augenblick diskutieren können, nur dadurch, dass wir die bisherigen Ebenen der Gestaltung der Arbeitswelt, und das war bezogen auf geregelte, abhängige Beschäftigung, die Ebene der Bundesgesetze, also was ein Parlament vorschreibt, Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz etc. Dann die zweite Ebene, Tarifverträge, die haben eine Rechtskraft unterhalb der Bundesgesetze. Und das dritte sind Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen, die haben ebenfalls eine Rechtskraft, aber die sind ebenfalls wiederum unterhalb der oberen beiden genannten.
Diesen drei Ebenen müssen wir eine vierte Ebene zuordnen. Das ist unsere Position, unsere Anforderung. Das heißt, wir müssen unsere sozialen Standards, unsere ethischen, sozialen, menschlichen Standards in die algorithmischen Steuerungssysteme direkt hineinsetzen. Denn diese algorithmischen Steuerungs- und Entscheidungssysteme agieren hauptsächlich und vorsätzlich außerhalb des Ortes Betrieb, wo die bisherige Mitbestimmung nicht greift. Und das heißt, es ist notwendig, das im Algorithmus unterzubringen, das möglicherweise über die Betriebsräte dort zu machen, wo die Anwendung noch möglich ist, oder auch über Bundesgesetze zu erzwingen, dass diese Algorithmen so entschieden werden, dass sowohl für Führungskräfte, aber auch für Beschäftigte eine bestimmte Interventionsmöglichkeit gibt. Wir haben zu diesem Zweck innerhalb des Forums Soziale Technikgestaltung in den letzten 4, 5 Jahren 30 sogenannte generische Gestaltungskriterien herausgearbeitet, von denen wir sagen, die müssen als Bedingung, als Zulassungskriterien für die Anwendung dieser Art von Delegationssystemen in die Algorithmen interveniert werden, hineingebaut werden, damit es wieder ein Verhältnis gibt zurück zur Handlungsträgerschaft Mensch, zurück zum Assistenzsystem und Nutzung von Delegationssystemen nur in der Entscheidung über Sachen, aber nicht bei der Entscheidung über Menschen. Das ist in Kurzform unser Projekt, der mitbestimmte Algorithmus. Und auf diese Art und Weise versuchen wir, in diese veränderte Digitalisierung hineinzukommen und dort zu beeinflussen. Und das, was ich Ihnen, was ich euch nahelegen will, ist einfach, wenn ihr über die Zukunft des sogenannten autonomen Fahrens nachdenkt, berücksichtigt diese Verschiebung, Paradigmaverschiebung innerhalb der Digitalisierung von der Assistenztechnik zur Delegationstechnik. Berücksichtigt, dass die Steuerungsprozesse im virtuellen Raum im Moment zwischen den Betrieben und an vielen Stellen außerhalb der Betriebe stattfinden, die so komplex sind, dass in der Regel auch isolierte Führungskräfte überfordert sind und zum Teil nicht begreifen, was das System gerade macht. Und dass dieses Verstehbare, diese Transparenz, diese Nachvollziehbarkeit, die muss wiederhergestellt werden. Und das ist auch eine Bedingung dafür, dass die Menschen, die mit einer gewissen Freude auf ihren Trucks sitzen und als Könige der Autobahn oder Königinnen der Autobahn ab und zu sich fühlen, dass die auch eine gewisse Identität mit ihrer Arbeit haben und auch ab und zu gerne in ihr Cockpit steigen und nicht nur, weil sie irgendwo als Freelancer noch einen Job runterreißen. Und mit dem Wort Freelancer, damit schließe ich. Ich rechne damit, dass bei einer ungeregelten Ausbreitung dieses Typs von Delegationstechnik die Anzahl der sogenannten Freien drastisch zunehmen wird, weil die Verdichtung dieser Arbeitsvorgänge die Arbeitgeber dazu führen wird, diese Umsetzung über Freelancer zu machen. Denn diese Freelancer gelten dann aus der Sicht der Arbeitgeber wie eigene Unterarbeitgeber und sind damit außerhalb der Schutzrechte. Und damit gelten Arbeitszeitregelungen nicht. Und dann kommen wir in die Situation, dass wieder LKW-Fahrer versuchen, 36 Stunden lang ununterbrochen am Lenkrad zu sitzen, was natürlich eine Katastrophe und eine Gefährdung ist. Das heißt, diese Art von Delegationstechnik hat enorme soziale Auswirkungen, verändert die Lebenswelt von Fahrerinnen und Fahrern. Aber diese Delegationstechnik ist nicht irgendwo von außen gesetzt. Sie ist nicht vom Himmel gefallen, sondern sie ist von Menschen gemacht. Sie ist von Menschen gestaltbar. Und das heißt, wir müssen mit Gestaltungskriterien hinein. Und ich möchte Sie, möchte euch einladen, bei der Entwicklung dieser Gestaltungssysteme mitzuwirken und eure Erfahrungen aus der Arbeit mit Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrern dort mit hineinzubringen und damit diese Technik so zu zähmen, so anzupassen, dass man die positiven Teile davon mitnehmen kann, dass man aber den Teil der Technikanwendung, die man für inhuman, für unsozial und für unökologisch hält, damit beiseite geschoben werden und diese Teile reduziert werden können. In diesem Sinne hoffe ich, ein bisschen etwas zur Ermutigung beigestellt zu haben. Vielleicht führt das auch zu einer lebendigen Diskussion. Vielen Dank.